Ich hatte schon immer das Problem, dass ich von Anfang an unterschätzt wurde, egal was ich getan habe. Ob es auf der Universität war, ob es auf der Schule war, egal. Man hat mich in eine Schublade gepackt, schon immer. Und komischerweise kam dann nachher dieser Aha-Effekt und oftmals kam auch die Entschuldigung, ups, ich habe dich ja völlig falsch eingeschätzt. Genauso ist es natürlich in diesem Haifischbecken, in dieser Männer-Rennsport- und Motorsportszene. Da ist es natürlich, wird man natürlich schon belächelt. Ne? Barbie. Was machst du denn hier? Wäschst du jetzt unser Auto im Bikini? Nein, mache ich nicht. Ich brenne jetzt übers Dach. Es ist cool. Man wird natürlich klar in eine Schublade gesteckt, aber es macht mehr Spaß. Die Leute erwarten nichts und ich kann mit diesem Klischee kokettieren, ohne dass ich irgendwie mich beweisen muss, sondern einfach nur so sein, wie ich bin. Ja, die Männer in meinem Leben, gut, die haben mich natürlich auch gerne mehr so als dieses Püppchen auf der Motorhaube gesehen oder wollten mich gerne so sehen und die mögen es gar nicht, wenn man vielleicht dann noch ein bisschen mehr Kenntnisse oder vielleicht auch ein bisschen bessere Fahrkünste hat als der Mann. Das ist nicht so einfach. Ich bin übrigens Single, habe ich das schon erwähnt. Es ist natürlich schwierig für jeden Mann, besonders wenn man in einer Beziehung steht, dass man eine Partnerin hat, die sich benimmt wie ein Kerl. Im Endeffekt. Zwar nicht so aussieht, aber nur über Autos spricht, da muss derjenige natürlich irgendwo auch ein bisschen motorsportaffin sein. Männer mögen es nicht gerne, wenn die Frau besser Auto fährt und vielleicht auch noch mehr auf dem Kasten hat und Sachen hat. Ich brenne euch alle übers Dach. Merkt euch den 30. Mai, denn da erscheint Race Driver Grid von Codemasters.